Wenn man sehr viel Zuversicht hat als England-Fan und Tattoos liebt, dann passiert sowas. Gut, dass man das alles korrigieren kann und es sieht ja trotzdem schön aus. Willkommen zu den EM-News. Spanien gegen England, so heißt das EM-Finale. Und nicht nur in Berlin, sondern auch in London ist die Stimmung bestens. Nächste Haltestelle, Bellingham. Aus guten Gründen wird dieser Bus in London abgefeiert. Und das ist nicht etwa ein Special der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Nein, Bellingham ist ein Viertel im Südosten Londons. Ja, und wie bereiten sich jetzt die Engländer auf dieses Finale vor? Vielleicht mit Fußballtraining? Nee. Harry Kane bei einer Challenge, die eine Mischung aus Tischtennis und Bierpong ist. Trefferquote kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Harry Kane! Bei den Spaniern ruhen die Hoffnung auf einem jetzt 17-Jährigen. Lamine Yamal feiert heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, nur noch ein Jahr bis zum Führerschein. Und als 17-Jähriger, da hat man schon mal eigenartige Ideen in der Mixed Zone. Yamal nach dem Sieg gegen Frankreich. Und was hat der denn da in der Hand? Eine Turtle-Maske sollte wohl eine Anspielung sein auf Mbappé, der immer wieder mit einem Ninja-Turtle verglichen wird und so eine Maske auch schon bei PSG von seinen Teamkollegen bekommen hat. Der Pressesprecher von Spanien findet es nur so halblustig und verhindert das Ganze. Das war's von den EM-News. Wir sind morgen wieder da. Macht's gut und tschüss. Machen Sie Ihren Browser fit für die EM. Schnell installiert und schnell informiert. Die Fußball-Europameisterschaft jetzt bei Bild. Jetzt Browser öffnen und www.bild.de/euro2024 eingeben.